Da waren sie wieder, die zwei Gesichter der Mannschaft des HC Elb Florenz. Die ersten 15 Minuten der Partie gegen die Youngsters aus Magdeburg waren mit Sicherheit die besten 15 Minuten, die die Dresdner Mannschaft in der letzten Zeit gespielt hat. Schnell führte das Team von Trainer Peter Püsal mit 7:3. Timo Meinl fischte immer wieder die Bälle der Gäste von der Linie und es schien sich wirklich ein Spitzenspiel für die Gastgeber zu entwickeln. Dies auch sehr zur Freude der beiden Neuzugänge für die kommende Saison, Henning Quade vom VfL Bad Schwartau und René Böse vom DHFK Leipzig, die sich bis zu diesem Zeitpunkt auch noch auf ihre zukünftige Aufgabe freuten. Wenn ich kein gutes Gefühl hätte, wäre ich nicht hierher gekommen. Also ich glaube schon, ist natürlich wichtig, dass in dem Sport das Geld da ist. Das ist hier scheinbar der Fall und ja, ich glaube schon, dass hier was entstehen kann, auch mit der Halle, die neu gebaut wird. Und ja, ich kann es nur nochmal sagen, ich freue mich drauf, ich bin gespannt und packen wir es an. Doch dann wieder der erneute Einbruch bei den Dresdnern. Dass der 7. Treffer der Gastgeber in der 14. Minute für sehr, sehr lange Zeit der letzte sein sollte, zeigte sich in der Folge immer deutlicher. Eigentlich unerklärlich für die Beobachter in der beinahe ausverkauften Energieverbund-Arena. Nichts lief mehr zusammen. Die Abwehr begann immer löchriger zu werden und vorne schien das Tor wie vernagelt. Und gab es doch mal eine ansprechende Gelegenheit, sorgte eigenes Unvermögen für den Misserfolg. Ich muss für die ersten 20 Minuten sagen, da haben wir die Lücken gefunden, die wir uns vorgenommen haben. Das Timing, das Anspielen war alles da. Dann haben wir den Faden verloren, dann kam der Knackpunkt. Faktor Ambrosius bei dem Gegner im Tor, wir haben die Chance nicht nutzen können. Da hätten wir, denke ich mal, 3, 4, 5 Tore durchaus mehr erzielen können, haben wir nicht geschafft. Dann kommen wir ins Hintertreffen. Dazu ist diese Mannschaft zu robust, im Umkehrspiel zu stark. Da haben wir dann, sagen wir mal, die Phase gehabt, wo es weggeht. Dann kam ihre zweite Karte. Die Moral bis zum Schluss über dieses Schattendasein, möchte ich mal, über die Schattenphase hinwegzukommen und dann einfach nochmal einige gute Aktionen zu haben. Die Moral stimmt, kann ich so bescheinigen. Aber wie gesagt, wir müssen auch bei einigen müssen umdenken her, dass wir auch die Durchschlagskraft wieder von der Halbposition kriegen. In Worten ausgedrückt, durch den Blackout des HC hatten die Magdeburger innerhalb von 20 Minuten aus einem 3:7 Rückstand eine deutliche 17:7 Führung gemacht. Damit war das Spiel eigentlich schon zu Beginn der zweiten Halbzeit für die Youngsters entschieden. Fehlersuche. Aber wir müssen jetzt dahinter kommen, warum wir nach 20 Minuten es dann nicht mehr schaffen, das weiterzuspielen. Da machen wir viele Fehler und das kann Magdeburg halt dann schnell nach vorne und Tore, die wehtun, machen. Nichtsdestotrotz, wir haben 20 Minuten top gespielt. Da müssen wir jetzt weitermachen und die Köpfe hochnehmen. Wir haben ein großes Ziel und da gilt es dran zu glauben und daran zu arbeiten. Und dass wir das können, beweisen wir oft in den ersten 20 Minuten. Wenn wir das mal über 60 Minuten hinkriegen, dann bräuchten wir wahrscheinlich keine Relegation. Ja. Nach den angesprochenen unglaublichen 20 torlosen Minuten trafen die Handballer des HC Elb Florenz in der 34. Minute endlich mal wieder zum 8:17. Eine Viertelstunde vor dem Ende der Begegnung führte das junge Team aus Magdeburg immer noch mit 10 Treffern, strebte einem ungefährdeten Sieg entgegen und damit gleichbedeutend auch dem Sieg in der Staffel. Trotzdem bleibt diese Phase im Spiel eine ungewöhnliche, wenn auch nicht ganz außergewöhnliche. Ich habe mit Aue schon mal ein Auswärtsspiel gehabt. In Düsseldorf, schon ein paar Jahre her, und haben am Ende mit 22 Toren verloren. Hatten wir auch eine Flaute drin gehabt von einer Viertelstunde oder 17 Minuten, wo gar nichts ging. Machen ein Tor und sind dann nochmal 10 Minuten ohne Tor. Und es ist halt frustrierend dann, versuchst, aber irgendwann macht halt der Kopf irgendwann zu und dann wird es ganz schwierig. In der Schlussviertelstunde fanden die Dresdner dann wieder etwas besser zu ihrem Spiel der Anfangsphase zurück. Gut, der zweite Anzug des Gegners aus Sachsen-Anhalt war nicht mehr voll bei der Sache. Vor allem über den Kreis waren die Dresdner nun erfolgreich und auch wenn es den Elbflorenzlern herzlich wenig bringt, sie gewannen doch die zweite Halbzeit. Zumindest ein kleines Lebenszeichen einer Mannschaft mit diesem Potenzial. Die erste Viertelstunde war ja gut vorne und hinten, dann hat man irgendwie den Faden verloren, die Aggressivität in der Abwehr verloren, dann viele technische Fehler im Angriff und dann passiert dann so ein Ergebnis. Abhaken, positiv weiterdenken und alles andere bringt eh nichts. Damit haben die Dresdner in der Rückrunde bisher, man muss es beinahe so sagen, nur 14:14 Punkte geholt. Mit dem Blick auf das anstehende Relegationsturnier in eigener Halle Ende Mai wäre es jetzt wichtig, im letzten regulären Saisonspiel im Sachsen-Derby in Leipzig noch einmal Selbstvertrauen zu gewinnen.